Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Lords of the Realm 2. Ich habe mich dazu entschieden, noch einen Teil der Kampagne zu Ende zu spielen. Wir sind momentan in Kampagne 5, meine ich. Ernährt eure Bauern, ganz genau. Damit sie zufrieden sind und sich vermehren. Die Tipps brauchen wir nicht mehr, die kennt ihr ja aus den vorherigen Teilen. Also für alle, die das hier jetzt zum ersten Mal einschalten. Ich habe das schon mal gespielt. Ich glaube, die ersten vier Teile der Kampagne oder so. Und, Moment, das hier machen wir mal gerade erweitert, muss ich machen. Erweiterte Landwirtschaft, Nahrung, Armeen, erforschen, nein. Okay, gut, ja, das stimmt. So in etwa wollte ich das haben. Ich habe es schon mal gespielt. Die ersten vier Teile der Kampagne. Das hier ist jetzt der fünfte Teil der Kampagne. Ich glaube, die ganze Kampagne hat irgendwie 15 Missionen oder so ähnlich. Oder vielleicht auch 20. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich kann euch aber an der Stelle schon mal sagen, es ist ja im Endeffekt immer das Gleiche. Das Einzige, was sich vielleicht noch ein bisschen verändert, ist halt der Schwierigkeitsgrad. Vielleicht mache ich nochmal so ein Spiel gegen AI-Gegner auf einer eigenen Karte. Einfach nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad oder so. Also so wie es halt eben geht. Ich mache jetzt noch die Eroberung Englands und dann werde ich mit dem Let's Play Lords of the Realm 2 sehr wahrscheinlich aufhören. Also ihr kennt das Spiel, ihr kennt das Spielprinzip, ihr könnt es euch ja mal besorgen. Ihr findet das, glaube ich, schon, wenn ihr googelt. Es gibt auch so einen Installer, der euch da weiterhilft. Wenn ihr es in der deutschen Version spielen wollt, braucht ihr allerdings die CDs, soweit ich weiß. Weil man dann die WAV-Dateien und die entsprechenden Spieldateien irgendwie kopieren muss. Aber vielleicht kriegt ihr das irgendwo gekauft für 1,50 Euro oder was weiß ich so gebraucht. Oder von irgendeiner Spiele-Heft-CD oder irgendwie sowas. Vielleicht gibt es da einfach zum Schnäppchenpreis. Das könnte sein. Gut, machen wir also den Teil hier noch zu Ende. Und dann machen wir Pillow. Und wir starten also noch in England, in Lincolnshire. Und dann werden wir mal gerade gucken. Wir haben jetzt momentan 286 Kühe. Das ist natürlich viel zu viel und so viele Kühe brauchen wir gar nicht. Deswegen verkaufen wir die alle. Wir spielen ja mit der erweiterten Landwirtschaft. Und das heißt, wir können also die Hälfte unserer frei verfügbaren Felder können wir beackern, ohne dass wir da einen großartigen Einbruch in der Fruchtbarkeit erfahren werden. Das müssen wir uns auch gleich mal angucken, was wir da für eine Fruchtbarkeit auf den Feldern haben. Momentan bei Ration nichts, ist natürlich Quatsch, ne? Wir gehen hier auf normal. Okay, und momentan haben wir also Nahrungsverbrauch von 195. Werden auch übrigens sowohl Schmiede als auch Steinbruch einschalten, weil wir hier auf einer hohen Auslastungsrate bleiben wollen. Das heißt, wir machen aber überall nur das Minimum an Leuten rein. Auf einem Bereich. Ja, das da sieht gut aus, so in etwa. Und wir kaufen uns jetzt natürlich noch ein bisschen Getreide. So viel brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das ist mehr als wir, das ist wesentlich mehr als wir brauchen. Ich denke, wir kommen mit 1000 Getreide hin, ohne Probleme. So, dann haben wir also noch 4000 Kronen übrig. Gut. Mhm. Wir machen drei Felder. Wir sehen hier Feldbrache, blablabla. Moment, wo haben wir's? Feld, Weizen und so weiter. Hier sehen wir jetzt normale Fruchtbarkeit, keine Auswirkungen. Okay, Wolken kaum Auswirkungen. Wetter ist jetzt nicht so toll, aber ja, das sollten wir also schaffen. Dann gehen wir mit dem Störsatz. Wir brauchen noch 8, bis wir auf 100% sind. Das heißt, wir kriegen momentan 7 pro Runde, aber ich will ein bisschen Geld haben. Nehmen wir 48 Kronen ruhig ein. Und dann kaufen wir uns für den Rest Eisen, denn ich plane damit, meine Waffen hier im Land selbst herzustellen. So, wir haben 38 Kronen über. Wir zahlen keinen Armeesold, wir haben auch keine Truppen in der Burg. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da überhaupt irgendwann mal welche drin brauchen. Keine Ahnung. Gucken wir mal einfach, was die nächste Runde bringt. Durch die Sintflutartige. Na, sehr schön. Jetzt ist direkt unsere komplette Ernte im Arsch. Das hat ja super geklappt. Dann gehen wir mal hier auf 5%. Hoffen wir, dass der Händler hier noch eine Saison drin bleibt. Verkaufen wir hier die Schwerter. Diese Güter kaufen. Ja, her damit. Ah, gut, da kommen direkt noch ein paar. Ihr seht also hier, das ist alles, was übrig geblieben ist. Platzregen ist eine ganz, ganz, ganz gefährliche Kiste.
Wir müssen übrigens auch jedes Jahr hier natürlich checken. Können wir eigentlich die Felder hier auflösen? Die brauchen wir dann nicht mehr. Wir müssen jedes Jahr, jede Saison checken, dass wir hier Leute drin haben. Denn ihr seht momentan hier, wir sind jetzt bei Effizienz von 100%. Hier auch. Und ich glaube hier auch, ja. Denn sobald wir hier rausgehen aus der Effizienz, sobald wir hier eine Einheit abziehen oder wenn wir das komplett leer stehen haben, dann sinkt die Effizienz auf irgendwie 10% runter. Das ist natürlich scheiße. Das wollen wir nicht. Okay, so, nochmal Getreide kaufen. Diese Güter kaufen, my love. Wir kriegen jetzt nächste Saison direkt mal 5 neue Felder. Das ist optimal für uns, damit wir hier unsere Wirtschaft und unsere Nahrungsmittelversorgung wieder auf die Beine stellen können. Es hat natürlich auch wieder was hier mit der Schwierigkeitsstufe zu tun, auf der wir spielen. Da hat man es natürlich öfter mal mit Problemen bei der Ernte zu tun. Das ist ganz normal. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Können wir 5 Felder bestellen. Ich mache dann lieber... Moment, 1, 2, 3, 4. Haben wir jetzt noch frei, aber wir kriegen nächste Saison direkt noch ein Feld dazu. Das ist okay. Und dann haben wir auch nächstes Jahr die Felder hier alle wieder komplett drin. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben uns das aber zu einem teuren Preis erkauft, nämlich über den Platzregen. Sonst hätten wir das nämlich nicht so schnell geschafft. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wir haben 2200. Okay. Mhm. Ja. Hopsala. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall hier wesentlich mehr Holz als Steine. Deswegen setze ich die Leute hier in die Holzproduktion. Mein Ziel ist es übrigens auch, jetzt keine Bögen mehr zu produzieren, sondern Keulen. Denn das sind wesentlich bessere Angriffswaffen für uns. Wir brauchen auch erstmal keine großartige Garnison in der Hauptstadt oder hier in unserer Heimatprovinz. So, jetzt müssen wir einfach nur die Daumen drücken, dass nächste Runde kein Platzregen kommt. Dann haben wir eine super Ernte. Wir müssen keine Feinde sein, wollen wir ein Bündnis mit dem Bischof? Warum unterzeichnet ihr nicht einfach diesen von mir vorbereiteten Vertrag und vereint unsere Interessen? Ja. So werden wir beide an Stärke gewinnen. Okay, wir nehmen das an. Der Bischof wird uns natürlich später irgendwann in den Rücken fallen. Das ist ihm total scheißegal, was wir hier machen. Beziehungsweise, der will uns natürlich hier, ich weiß auch nicht, ich glaube, der wird, der Bischof unterstützt eigentlich wirklich gut, aber die sind alle, also der Einzige, der halbwegs ordentlich ist als Verbündeter, ist der Ritter. Frage ist, ob der mit uns was zu tun haben will. Also wir schicken erstmal, stimmt, das habe ich total vergessen, wir schicken jetzt erstmal wieder ein paar Komplimente. Ich glaube, wenn man 2 Komplimente schickt, dann sind die Leute einem wohlgesonnen. Dann kriegt der Baron erstmal ein Kompliment. Deine Mutter furzt beim Waffelbacken. Wenn das mal kein Kompliment ist, dann weiß ich es auch nicht. Dann der Ritter. Der kriegt auch... Oder habe ich ihm eine Beleidigung geschickt? Nee, ich glaube, ich habe ihm ein Kompliment geschickt, oder? Kriegt der Ritter auch noch ein Kompliment? Ich weiß nicht. Ich muss jetzt gucken, dass ich nicht versuche gerade zu memorieren, was ich vorher schon immer gesagt habe. Aber eins kann man immer sagen. Penis. Penis. Und dann kriegt die Gräfin natürlich noch eins. Wie wäre es mit... da gibt es was ganz Tolles von Badesalz. Ich hoffe mal, das können wir komplett schreiben. Jedes Dipsche hat sei Deckelsche. Jedes Rippsche hat sei Geschmäckelsche. Doch du bist für mich. Achso, Moment, das mit dem Ü geht nicht, ne? Für mich die schönste auf dem Autostrich. So, wahrscheinlich waren da jetzt 100 Tippfehler drin, aber seht's mir bitte nach. So, dann kriegt er auch noch ein Kompliment.
Hast du gestern noch eine Koksparty mit den Chorknaben gefeiert? Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das Kreativste, aber seht's mir bitte nach. So, ich glaube, wir holen uns hier die volle Ernte, dass wir die Speicher auffüllen können. Ihr denkt viel zu gut von mir, mein ehrenwerter Freund. Um genau zu sein, von deiner Mutter. Mir scheint, eure blumigen Worte erreichen zu viele Ohren. Nun, was kann ich da sagen? Großartigkeit ist eben Familientradition bei uns. Ich freue mich, dass ihr mir den Respekt zukommen lasst, der mir gebührt. Ich werde eure Höflichkeit in Erinnerung behalten. Ja, das ist super. Eure freundlichen Worte sind nicht nur schön anzuhören, sondern auch richtig. Haltet euch an mich, dann werdet ihr es bald tun. Machen wir so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind also 9. Und hier haben wir 6 momentan. Also 8 Stück können wir bestellen. Dann tun wir das auch. So, ich brauche Keulen. So könnte es was werden. So, nächste Runde gibt es dann nochmal ein Kompliment. Gut, wir sind aber 100% schön. Wie viele Keulen kriege ich denn, wenn ich... Oh, ich kann die da alle reinstellen. Krass. Wir versuchen es mal. So kriegen wir 100 Keulen nächste Runde. Ungefähr so versuchen wir es mal. Kriegen sogar Söldner. Welche sind das? Mit der Schiebeleiste. Oh, geil. Burgundische Keulenträger. Das sind halt super Söldner, weil das so schön viele sind. 250 Stück, die nehmen wir sofort. Und wir holen uns auch noch direkt hier 157 Mann dazu. Schön. Wir machen das und wir parken die mal ganz kurz in der Burg. Passen. Ah Mann, jetzt fehlen mir ein paar. Nein. Dann machen wir es anders. Parken die hier in der Nachbarprovinz. Weil in Nottinghamshire müssen wir die nicht bezahlen oder den müssen wir nicht für ihre Verpflegung aufkommen. Das holt die sich das schon selber. Die Provinz ist allerdings kacke. Ich glaube, wir holen uns dann eher hier Yorkshire oder sowas. Gut. Kommt nächste Runde auch wieder ein Händler. Schöne Sache. So, kein Platzregen, bitte. Ja, jetzt hier. Jetzt geht's rund. Jetzt gibt's richtig schön viel Getreide. Gut, wir gehen noch mit dem Steuersatz wieder hoch. Ich denke mal... Ja, also der... Das mit dem Bischof, das ist gar nicht so schlecht. Ich meine, er kann uns hier ja nicht wirklich angreifen. Hier übrigens auch nicht. Die Provinzen sind relativ sicher. Wie viel haben wir? Wir haben 404 Mann. Ich glaube, wir versuchen's. Wir versuchen's. Ja, das schaffen wir. So, gucken wir mal, wie seine Männer aufgestellt sind. Dann versuchen wir natürlich einen ganz schnellen Ausfall. Ich muss mal mit der Geschwindigkeit ein bisschen runtergehen. So. Und dann, genau, nehmen wir die Nummer 3. Und die Nummer 4 nehmen wir hier hin. Die Nummer 1 nehmen wir da hin. Und die Nummer 2 kommt hinterher. Dann gehen wir mal ein bisschen... Nein, dahin bitte. Nehmen wir ein bisschen Gas. Machen wir mal hier so Geschwindigkeit 9.
Sheriff! Ja, ja, drauf, drauf, drauf. Nein, 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 hier rüber, schnell, 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 schnell! Ah, das darf doch nicht wahr sein. Weil Bogenschützen verlieren sogar gegen Bauern im Nahkampf. Hier, 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 ganz schnell runter. Ja, so ein Mist, wenn die Bogenschützen verlieren. Ja, weg da bitte. So. Das hat nicht so gut geklappt. Ich war ein bisschen zu schnell mit der Spielgeschwindigkeit, aber ist jetzt egal. Wir werden es trotzdem schaffen. Verluste gehen eigentlich noch, wenn wir bei den Keulenträgern welche verlieren. Das ist nicht so wild. Das Problem ist, jetzt müssen wir die hier noch eine Runde ernähren. Ihr habt in eurem Bestreben, König zu werden, einen hervorragenden... Ja, wir gehen mit der Ration auf jeden Fall auf normal. Wir gehen aber mit den Steuern mal auf null. Und dann gucken wir mal. Dann verkaufen wir mal hier direkt die Rinder. Kaufen hier ein bisschen Getreide. Also ganz so viel brauchen wir nicht, weil die Bevölkerung halt so niedrig ist. Und wir haben aus der anderen Provinz noch genügend Güter, die wir nachschicken können. Aber so ein bisschen was. 377 haben wir. Kaufen wir mal das. Wie viel haben wir jetzt? 133, okay. Mhm. So, dann haben wir momentan noch einige Felder. Um die Produktion hier kümmere ich mich allerdings jetzt noch nicht so wirklich. Das hat den einfachen Grund, dass die, dass wir hier wahrscheinlich die nächsten 15, 20 Runden eh nichts produzieren können, weil die Gesundheit so schlecht ist. Ja, okay, und wir bleiben bei den dreien. Was haben wir denn? Stürme, besonders, aber wir haben eine gute Fruchtbarkeit. Also wäre es vielleicht sogar angezeigt, noch ein viertes Feld zu bestellen. Wir machen das auch mal. Können uns jetzt dummerweise nicht mehr bewegen. Nächste Runde laufen wir aber hier hoch. Wir haben jetzt hier eine gute Ernte gehabt. Vorräte in welche Provinz? Dann würde ich sagen, dann schicken wir mal auch direkt hier noch so 300, 400 Getreideeinheiten darüber. Gehen wir auch mit der Ration direkt mal auf dreifach. Und dann werden die Jungs hier sehr viel schneller versorgt werden. Stein kaufen wir keinen, wir kaufen aber noch ein bisschen Erz. Diese Güter kaufen, my love. Nicht ganz so viel, denn wir wollen auf gar keinen Fall auf 0 Kronen runtersinken. Sonst könnte es sein, dass nächste Runde unsere Söldner desertieren. Das ist natürlich was, was man auf jeden Fall vermeiden soll. So, jetzt können wir hier auch die Produktion wieder ankurbeln. Ja, das sieht doch gut aus. Wir haben hier 425 Keulen noch über. Ich würde sagen, dann gehen wir auch direkt mal hier auf 90% runter. Holen uns direkt noch ein paar Keulenträger nach. Und die stellen wir hier oben ab. In Yorkshire. Dann gehen wir auf 5%. Das langt. Wir brauchen hier nicht so den mega Bevölkerungszuwachs. Also zumindest nicht so früh. Nächste Runde. Oh, hier hat es ja, gestürmt. Stimmt, ja. Mhm, große Teile der Ernte verloren. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so toll. Dann gehen wir mal wenigstens mit den Steuern hoch, dass die Popularität ein bisschen runtergeht. Hat dann den Vorteil, vermehrt sich die Bevölkerung nicht so arg schnell. So, hier gehen wir auf normal runter. Diese Armeen sind. Ja, die führen wir hier zusammen. Wir heißen ja, Hallöchen, ich heiße dich auch willkommen. Ich wollte noch Komplimente verschicken, ne? Jetzt müssen wir mal überlegen. Der Baron kriegt deine Mutter ist so fett. Wenn man die mit dem Moped umrundet, gibt's im Nahen Osten eine Ölkrise. Dann kriegt der Ritter auch noch eins. Und heute Morgen mit dem Hammer gekämmt. Und dann kriegt die
Gräfin kriegt auch noch was. Wie wär's mit... Ich will jetzt auch nicht zu hart mit ihr ins Gericht gehen. Sollen wir nochmal so einen Deine-Mutter-Spruch raushauen oder sowas? Ich glaube, ich hatte den schon, aber ich mag den so gerne. Deine Mutter bellt, wenn's an der Tür klingelt. Ich mag den einfach so gerne. Ist einer meiner Lieblings Deine Mutter-Sprüche. Und der Bischof kriegt auch ein Kompliment. Wie wär's mit... Jetzt kommen ein paar Pornotitel. Fäkalschlacht am Darmschacht. Oder der andere ist Wassermassen beim Wasserlassen. Oh Gott, ist das so schlimm. Ich habe bestimmt noch einen. Aber die kann ich jetzt, glaube ich, aufgrund Jugendfreigabe und sowas hier nicht... Ach doch, was man noch sagen kann, ist auf Schloss Bums knacken die Nüsse. Das ist das schlimm. Ausrufezeichen. So, okay. Hungernde Soldaten in Yorkshire. Oh, shit. Eure schmeichelnden Worte freuen mich, aber meine Männer kann ich davon nicht erzählen. Ja. Und noch ein Kompliment aus dem Land hinter ja. den Vielleicht. Bereits zweimal habt ihr mich wissen lassen, wie freundlich ihr über mich denkt. Mhm. Eure Komplimente freuen uns, Milord. Ja, super. Dann ist der Pornoabend mit dem Bischof geritzt, würde ich sagen. Die Provinz wurde von einem eurer Feinde skrupellos besetzt. Mhm. Euer Volk erfreut sich. Da gibt es noch immer viel zu viele Einwanderer, das ist krass. Aber dann bleiben wir einfach mal noch mit den Steuern so hoch. Was gibt's hier? Ja, die will ich nicht. Ja, und bevor mir hier die Soldaten alle abhungern, erobern wir mal schnell Yorkshire. Oh, das ist aber echt eine schlechte Provinz, oder? Hm. Schade. Aber wir holen sie uns trotzdem. Ja, dann machen wir das selber. Das sind ja nur Bauern. Eins. Zwei. Drei. Ja gut, es wäre wahrscheinlich schwieriger geworden, wenn er die Brücke verteidigt hätte. Ja, wir beschleunigen das nochmal gerade. So, Angriff. Jetzt auf die Bogenschützen. Ja, das hat doch ganz gut geklappt mit der Ablenkung da vorne. Komm, mach flott. Ein Siegeskaffee darauf.